klingt dann so. Oder möglicherweise auch so. Oder im schlimmsten Fall auch so. Nervt, ne? Aber ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht ist, Ihr Radio ist nicht defekt. Die schlechte ist, irgendein Regime auf der Welt zwingt das Menschenrecht auf Informationsfreiheit wieder in die Knie. Jamming, so heißt es im Fachjargon, wenn die Sendungen ungeliebter Feindsender absichtlich so massiv gestört werden, dass die Bevölkerung möglichst nicht mehr und gar nichts mehr und überhaupt gar nichts mehr von den eigentlichen Inhalten der Sendungen mitbekommt. Daniel Kehler, der berichtet über ein auch noch heute anhaltendes Problem. Das Stören von Rundfunksendungen ist beinahe so alt wie der Rundfunk selbst. Bereits wenige Jahre, nachdem das Radio in Deutschland auf Sendung ging, begann man Ende der 1920er Jahre in Berlin, die Sendungen des kommunistischen Radio Komintern aus der Sowjetunion zu stören. Die UdSSR begann dann 1931 den rumänischen Rundfunk zu überlagern. Nach der Machtübernahme durch die Nazis fingen die Österreicher an, die Programme aus Deutschland zu stören. Im Laufe der Zeit wurden die künstlich erzeugten Störungen immer heftiger und seinen ersten traurigen Höhepunkt erreichte das sogenannte Jamming nach dem Zweiten Weltkrieg, berichtet Rimantas Pleikis, der ehemalige Kommunikationsminister Litauens und Radioexperte. In der Sowjetunion hat sich das Jamming insbesondere nach 1948 verstärkt, nachdem die BBC und die Voice of America mit ihren Sendungen für den Ostblock begannen. Und nach 1951 und 1953 wurde das Ganze nochmal intensiviert. Da wurden Radio Free Europe und Radio Liberty mit Programmen in Richtung UdSSR und Osteuropa aktiv. Rein gar nichts wollte die sowjetische Bevölkerung über das Radio empfangen können, was nicht in die Ideologie der Machthabenden seiner Zeit passte. Dafür wurde an zahlreichen Orten im Riesenreich Technik aufgebaut, um das Hören feindlicher Sendungen unmöglich zu machen. Es gab Störsenderstationen in 81 Städten in der UdSSR. Das waren hauptsächlich lokale Anlagen mit kleiner Leistung. Dazu kamen 13 Hochleistungsstörsender, die weite Teile der Sowjetunion abgedeckt haben. Die gesamte Sendeleistung aller Störer betrug 40.000 Kilowatt. Diese immense Gegenstärke der Jamming-Sender benötigte in einer Stunde mehr Strom als ein Vier-Personen-Haushalt in 10 Jahren. Und auch die Art und Weise, wie gestört wurde, war unterschiedlich. Entweder wurden die unerwünschten Sendungen mit Rauschsignalen überlagert, oder es wurden andere Rundfunkprogramme auf gleicher Frequenz gesendet. Neben dem hohen technischen Aufwand war auch ein großer Personalbestand vonnöten, um das Jamming effizient zu gestalten, weiß Rimantas Pleikis. Jede Störstation bestand aus zwei Teilen. Das eine ist die Monitoring-Station und das andere die Sendestation. In den Monitoring-Stationen saßen Menschen, die die kompletten Kurzwellenfrequenzen abgehört haben.